Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer Ausgabe Sprite-Seeing unterwegs. Heute sind wir in Brooklyn in der Barcade, halb Bar, halb Arcade, und wir haben einen Vintage-Klassiker gefunden. Einer der großen Lieblinge aus meiner Kindheit, Marble Madness. Normalerweise setze ich mich ja hin und spiele ein Spiel von Anfang bis zum Ende durch. Heute, da wir unterwegs sind, haben wir einen Quarter. Ich lege den rein und mal sehen, wie weit ich komme. Ich hoffe, die Skills von damals sind alle weg. Sind da. Ist das Geld angenommen? Nein. Ach, du Coins per Play, natürlich. Klar. Zwei Quarter. Dauert dann halb so lange bestimmt. Dein Kopf ist auch ein bisschen Marble Madness, ne? Er ist ein bisschen Marble Madness, ja. Oh, es hat schon angefangen. Scheiße. Marble Madness hat natürlich diesen Trackball hier, mit dem man dreht, und nicht die Knöpfe. Übrigens, Marble Madness gemacht worden von dem aktuellen Entwickler oder Chefdesigner der PlayStation 4. Der, wie heißt er nochmal? Mark Cerny. Der mit dem seltsamen Gesichtsausdruck. Ja, der aussieht wie so ein bisschen der Tony Hawk, der Hipster unter den Entwicklern, der die PlayStation 4 entwickelt hat, hat tatsächlich unter anderem bei Sonic mitgearbeitet. Wie sieht's hier los? Two Coins. Habe ich schon verloren? Habe ich schon durchgespielt? Okay. Ja, das beste Sprite-Seeing aller Zeiten, möchte ich sagen. Es ist das Beste, ja. Credits null. Moment. Ich habe gar nichts. Gregor ist zu dumm. Gregor ist zu dumm. Nochmal. Marble Madness. Ich hätte das Bier vorher nicht trinken. Hör auf damit! Ich hätte das Bier vorher nicht trinken sollen. Okay, der rechte Slot ist es. Okay. Das kann ja nichts werden. Also, jetzt geht's los. Ich dachte, ich habe gespielt, aber ich hab's nicht. So wie als Kind, wo ich meinem Bruder einfach Super Mario 3 angemacht habe und den Controller in den Videorekorder gesteckt habe. Dass er dachte, dass er spielt. Und jetzt ist er Platz 400 auf der Street Fighter Liste. Jetzt ist er durch Scham und Schande, die ich hinzugefügt habe, ist er auf Platz 400 weltweit in Street Fighter 4 mit Balrog. Aber den ersten Level schaffe ich noch ganz gut. Man sieht es, wie gesagt, Marble Madness, das alte Spiel von Mark Cerny, dem Chefdesigner der PlayStation 4. Und das ist das Schöne dran, authentisch mit an der Arcade noch, du hast einen Trackball. Du hast tatsächlich einen Ball, der rollt mit der Hand. Das Ding stürzt sich dann dort weg. Das ist zum Beispiel oh, in den... Spiel, ne? Ja, so. Das Spiel, du musst das Richtige aufnehmen, verdammt. Das ist kein Sprite-Sieg. Wow, so. Wow, 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 weg, 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 weg. Wow, 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 wow. Das gibt's nämlich ja auch für diverse Heimcomputer. Ich habe es am C64 gespielt und da war die Steuerung relativ pissig, weil du musstest mit dem Joystick diese filigranen analogen Rollbewegungen machen und das war nicht so toll. Wie bei Sex Games? Wie bei Sex Games, ja. Analoge Rollbewegungen, genau. Wow, 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 wow. Level 2 geschafft. Ich glaube, wir kommen sogar relativ gut durch. Digga, beeil dich mal, ich möchte wieder zurück zu meinem Bier. So ein Sprite-Seeing geht auch nicht so lange. Du siehst ja auch, der Level dauert nur 40 Sekunden. Ich werde mein Bestes tun, es so schnell wie möglich durchzuspielen für dich. Okay, geht durch. Man beachte auch die Technik. Ich bin eigentlich Rechtshänder, aber man spielt ja filigran mit der linken Hand hier ein bisschen. Ah, komm. Oh, nein. Scheiße. Zeitverlust. Es gibt auch einen schönen, naja, Remake möchte man es nicht nennen, aber als ich damals im Internetcafé, scheiße, aufgelöst. Das war ganz schön scheiße. Das war ziemlich scheiße, ja. Die Amöben haben mich erwischt. Wow. Pantoffeltierchen. Genau, die haben mich erwischt damals im Internetcafé. Es gibt einen Ableger, kann ich da runter? Nein, kann ich nicht. Namens Hamsterball. Der relativ ähnlich gestaltet ist, ein bisschen moderner. Oh scheiße, Game Over. Ich hatte doch noch eine Münze, oder? Okay, einmal kann ich es noch probieren. Wieso? Was? Ich hatte, glaube ich, noch eine Münze drin. Auf jeden Fall. Oder ist es der erste Level wieder? Spielst du jetzt überhaupt? Ja, diesmal spiele ich. Ich kann es aber jedem am Herzen legen, ans Freeway Game. Hamsterball ist nicht ganz so hardcore wie die Steuerung jetzt hier von Marble Madness, aber kann man gut mit der Maus spielen. Dafür ist es auch sehr gut geeignet. So, diesmal werde ich es aber schaffen. Komm. Runter. So. So ein Arschloch. Oh nein. Zu viel. Okay. Runter. Nein. Arschloch. So. Thank you.
bin ich nochmal an der Stelle, wo ich versagt habe. Das muss jetzt funktionieren. Weil noch eine Chance kriege ich ja nicht. Mein Geld ist nämlich dann alle. Komm. Scheiße. Okay, und jetzt kommen wieder die Amöben, an denen ich filigran vorbei mich schlänge. Scheiße! Okay, 25 Sekunden. Komm. Oh. Komm, 7 Sekunden. Das sieht nicht gut aus. Ich wollte so schnell. Oh. Ich bin immerhin auf Platz 5. Da kann ich ja das einmal hinterlassen. So. Y2J. Y2J, das finde ich nicht schlecht. So, Y. Wo ist denn Y nochmal? X? Y? Nach X, ja. Okay. Gibt's nicht. Y? J? Ja, auch gut. X. So. Ich hab's geschafft. 15.830 Punkte. Das war's mit Spriting unterwegs und Marble Madness. Das nächste Mal hoffentlich ein wenig erfolgreicher und weniger alkoholisiert. Aber ich würde nicht drauf wetten. Bis dann.